Da oben rechts steht's auch, das wird bloß als Quest angesehen, der Hellride. In einer Quest speichern, das ist im Spiel eher unüblich, wobei, wenn man zwischendurch was eingesammelt hat. Naja, ich muss mich halt darauf einstellen und wir werden das jetzt bestimmt schon schaffen. Nicht in dieser Folge, aber allgemein, hoffe ich. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. So, hier unten muss noch klein Viehzeug sein. Oh, so klein sind die ja gar nicht. Stinker. Jetzt bleiben die wieder unten. Nee, komm mit. Zum Glück verbraucht man beim Rennen keine Ausdauer, sonst hätten wir ein dickes Problem. Verbraucht man bloß keine Ausdauer, weil wir so gut gelevelt sind? Oder ging das zu Beginn des Hauptspiels schon, dass man da Ausdauer verbraucht hat? Wobei das Spiel lebte davon, dass man auch vor bösen Gegnern wegrennen muss, da wäre es ja kacke, und zumal die auch teilweise schneller sind als man selbst. Ich sag nur die, hießen sie die Nachtschwärmer, die nur Nacht aktiv waren. Alle Feinde eliminiert. Sicher? Da waren dann noch zwei Fleischige dabei, beim letzten Mal. Na gut. Na. Noch alle drei leben. Noch. Und wir haben gleich den ersten Teil des Steins. Vielleicht wackelt wieder alles. Weil der Clevis das nicht so cool findet. Baalsturm. Aber praktisch 40 Minuten. Gut, ich wusste jetzt, was auf mich zukommt. 40 Minuten für einen Teil des Steins. Das sind eigentlich bloß drei Folgen. Naja, mal gucken. Wenn das Unbekannte kommt und ich generell vorsichtiger bin, weil ich es einfach sein muss, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. So, jetzt kommt der grüne Abschnitt. Hier gäbe es einen Käfig zum Draufklettern. Wenn der Hebel geöffnet wird oder betätigt wird, dann geht der wilde Spaß los. Was hier alles rumflattert hier? Tropft, flatscht es auch irgendwie so? Schwert des Schlägers. Kommt die hinten hin? Das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, ich denke mal, wenn die hier Käfig hochklettern können, dann können die hier erst recht hochklettern. Ah, von den Flaschen haben wir nicht so viele. Ich nehme jetzt mal die stärkste Waffe. Die kann ich ja gleich mal vernichten. Ich nehme jetzt generell mal die eher Schwächeren zurück. Ich will jetzt hier nicht sterben. Reue des Kreuzritters klingt gut. Nehme ich erstmal die Weiße. Okay. Ah, Schock, erst zuerst tot machen. Ah, nein, ich habe nicht drauf geachtet. Das ging so schnell. Tja, so schnell kann's gehen. Hellride-Laden, was denn für ein Laden? In der Lobby da, hä? In der Arena, um die Schatzkammer zu öffnen und den Hellride-Haus und die Herausforderung abzuschließen. Oh Mann, schon einmal gestorben mit so vielen Heiltränken. Ich fass es nicht, so eine Kacke. Ich dürfen die generell nicht berühren, weil die schockt. Geht auch kaputt. Was ist denn los auf dem Zeiger? Nein! Mach Feierabend, komm. Wieso hält die so viel aus? Nicht nochmal sterben.
Nein, nein, nein! Nein! Kann ich klettern, das Vieh kann nicht klettern. Es darf nicht klettern können. Boah, die hätte uns gleich nochmal erledigt. Kackvieh. Scheint aber wirklich nicht klettern zu können. Von oben hätte ich jetzt gerne gemacht. Alter, ein Heiltrank, ein Leben wäre schön gewesen. Okay, pro Teil eines Steins einmal sterben. Dann dürfen wir erst wieder sterben, wenn wir den nächsten Teil haben. Und hier kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Oh Mann, ich sag's ja, viele Heiltränke haben, aber die muss man auch einsetzen können. Und auf diesem Schwierigkeitsgrad kriegt man die Punkte nach und nach. Da unten ist wieder ein Speichersymbol. Das ist eine Lüge, da unten rechts. Und nicht mit einem Schlag. Die Lebenspunkte. Oh Mann. Dann sind wieder Viecher. Oh. Idealer Treffer war auf dem Kopf, hä? Oh, die werden halbiert. Oh, hallo. War ja nicht auch so ein Werfervieh? Hier kamen sie bloß einerseits hoch. Okay, wir müssen die Animation nicht durchlaufen lassen. Sehr gut. Aber wer stellt sich den auf ohne so einen Käfig hier, so wie ich es gerade mache? Wer macht das? Wenn ihr da draußen so cool und gut seid, dann bitte mal melden. Aber allen voran nach dieser langen Dying Light Pause ist mir dieses Spiel gerade lieber, um voranzukommen, bevor wir hier dran sterben und dann von anfangen. Oh, oh, oh. Okay, die schlimmen, die klettern können, sind praktisch alle weg. Jetzt erstmal schon. Oh, ein Heiltrank. Gut, jetzt haben wir einen mehr. Aber nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ein Peiniger, aber keiner, der schmeißen kann. Das ist sehr gut. Eigentlich sollte man erwarten können, dass er, der auch größer ist, uns hier oben treffen kann, aber ist nicht so. Den Wurfkram an ihm weiter ausprobieren, aber wozu? Ich meine, wir können ihn ohne Mühe und Not von hier oben treffen und da verschwende ich doch nicht so einen Wurfkram. Vielleicht brauche ich den später nochmal. Vielleicht kommt noch ein Gegnertyp, den man lieber beschmeißen sollte. Insofern. Toll, jetzt fliegt hier noch ein Peiniger runter. Der mit dem helleren Kopf, der ist schon angekratzt. Man hat das Gefühl, die hauen sich gegenseitig. Waffe schon leicht rot. Leicht ist gut. So viel Flammkram von dem Teller da unten, aber wir haben noch nichts abbekommen. Aus der Fleischige kommt der gerade rum. Wenn ich dann die Rotzfahne denke. Der Belzebuffo war ja einer, der auch gerotzt hat, ne? Der war ja auch aus der Entfernung schon ist jetzt gekommen. Je schneller man mit der Kürzeren noch auch gleich hauen kann. Besseres Handy. Oh! Der später hinzugekommene, der ist eher gestorben oder haben die bloß ihre Farben getauscht? Weil der hellere ist noch da. Hat er einfach mehr Schläge mit einer stärkeren Waffe abbekommen? Wobei, so viel stärker ist er nicht, aber er wird halt mehr Schläge. Naja, tot ist tot. Zum Glück zünden wir uns doch nicht an. Scheißdreck.
Ach, er geht nach Hause, hat keinen Bock mehr. Ins Feuer. Legt er sich da rein. Moment. Ah, ein Renner. Ein Stinker, Entschuldigung. Hier können sie von zwei Seiten auch wieder ein Peiniger. Nein! Puh! Was? Ich bin auf ihn draufgesprungen, deswegen sind wir so hoch. Deswegen sind wir so hochgekommen. Stellt euch mal vor, die Schocktante wird hier noch rumschocken. Mich stepp, ich wollte einsammeln. Huhuhuhu. Sind es wieder zwei Peiniger. Die blaue Waffe wird eher kaputt gehen als beide Peiniger, schätze ich. Oh, einer ist schon. Okay. Klingt auch böse, wie die Waffe einschlägt bei ihm. Putzt die Waffe eigentlich genauso doll ab, wenn wir kaum Ausdauer haben und zuschlagen? Eigentlich dürften wir nicht so viel Kraft aufwenden und eigentlich dürften wir dann auch nicht so sehr abnutzen, oder wir sind halt... Achso, der ist noch da. Der ist bloß noch starrer. Aber weil unsere Technik dann mit wenig Ausdauer so schlecht ist, wird die Waffe dann auch stärker abgenutzt, weil wir die so schlecht handhaben. Wäre auch eine Erklärung. Was ist denn mit ihm? Er steht so komisch da. Ist der jetzt wirklich noch am Leben? Ja, ich glaube schon, der macht nämlich Geräusche. Er hängt halt besonders blöd. Jetzt ist er wieder frei beweglich. Trotzdem, der friert ständig ein. Jetzt schon wieder. Er bewegt sich ja ständig. Ich mach das Spiel kaputt. Aber nichts Neues. Ich sag nur, kehren Sie um. Macht Feierabend, ihr blöden Peiniger. Schade, dass jetzt keine Anzeige mehr oben gegeben ist, wie viel die noch aushalten. Aber er friert halt ständig ein. Dann sollten wir ihn endlich mal erlösen. Ich habe das Gefühl, wir bekommen Schaden bei dem ganzen Gesuppe, was auf unserer Linse, was wir auf die Linse bekommen. Jetzt schon wieder. Jetzt kehren wir den auch noch hier runter. Das ist ein Eimer. Ausdauer auch. Ob da noch viele Tränke liegen? Ich glaube gar nicht. Mal gucken. Action an. Eliminieren Sie alle Feinde? Scheiße, nur noch eine Waffe. Ich hätte das... Boah! Springt er uns an. Bevor ich den letzten Peiniger umgehauen habe, hätte ich nochmal wechseln sollen. Kommt jetzt nochmal einer an, der was werfen kann? 183 Punkte. Das Schlimme ist wirklich die Masse, weniger die Klasse der blöden Viecher. Wenn da fünf sind, die klettern können und ich nicht alle... treffe, dann kommt die hier hoch, hauen uns, schmeißen uns vielleicht runter oder lassen mich einfach in irgendeine Aktion verfallen, wo ich einfach runter muss und dann geht's schief. So, hier ist gerade keiner, der uns irgendwie was kann, deswegen gehe ich mir auch nochmal sicher. Nicht, dass uns gleich die Waffen ausgehen, wenn hier noch eine Welle kommt. Mach Schluss. Man muss sich aber auch die Frage stellen, ob einem das wirklich auf Dauer Spaß macht, so zu spielen. Ja, nicht so schön, aber ich will auch vorankommen. Jetzt
wird ja auch später wieder Ecken geben, wo wir dann anders spielen. Zum Beispiel bei den zwei Giftmischern, die dann mit dem Zeug werfen. Wobei auch da gibt es zumindest irgendeine Möglichkeit, sich wo drauf zu stellen. Was hier unten wieder alles für Zeug rumliegt. Die ganzen Päckchen, wenn wir hier erstmal wieder wechseln. Waffe gleich kaputt. Für den reicht's noch. Kommt noch einer an. Immer schön gucken, nicht, dass aus Versehen nochmal einer kommt, der was schmeißt. Oder wirft. Waffe muss gleich gewechselt werden. Okay, ich warte mal. Der liebe Kyle, der hat keine Ausdauer mehr. Okay, Ausdauer. Klingt auch schön massiv, wenn die Waffe aufschlägt mit dem Morgenstern da vorne dran. So was Morgenstern-ähnliches. So, das Ding geht zu. Kriegen wir jetzt ein Häkchen? Jo. Dann gehen wir mal kurz weg, damit die despawnen, die Körper. Hebel. Reicht das schon? Kein Heiltrank, das habe ich schon vermutet. Kein einziger. Da, einer. Oh, eine lila Waffe. Heiltrank. Ich meine, wir haben noch genug. Ein paar Leben wäre nicht schlecht. Nein. Also vor allem die kaputten kommen weg, aber 200er Schadenwaffen, die kommen jetzt auch weg. Hier grunzen noch, ja, Moment. Oder ist das ein allgemeines Grunzen? Ich sammle jetzt mal lieber ein und schubst dann die Waffen noch, wenn ich irgendwo oben stehe, rum. Jetzt dürften wir, glaube ich, wieder voll sein. Keine Waffen mehr. Praktisch schon kaputt. 300er Waffe. 769. Ja, die 300er kommt auch weg. Ah, falsch. Wo war die? Die nehme ich auf jeden Fall mit. Wenn es mal eng werden sollte, packe ich die aus und ansonsten noch auffüllen. So. Was sieht aus mit diesen Lücken? 4 Plätze noch frei. Okay. Oh. Hab doch gerade eben schon mal gepinkt. Warum war das nicht zu sehen? Hab ich zu schnell weggeguckt. Habe ich ja auch etwas erwischt. Zwei was. Da war ein Trank dabei, sehr schön. Nicht, dass ich die noch alle ausgeben werde, aber man weiß ja nie. Besser man hat, als man hätte. Ah, hier dachte ich ja beim letzten Mal, hier wäre eine Truhe, das waren bloß die Bänke. Hier matscht. Sind das Maden, die hier rumeimern? Das Ding habe ich beim letzten Mal runtergeworfen. Wie es einfach dann stur liegen bleibt, ohne noch groß herumzurollen, einfach nur stehen geblieben. Und dann 83 Lebenspunkte, da muss ich jetzt noch nichts reinpfeifen. So, Hebel.
Zwei was zum Werfen. Schädel zertrümmerer. 461. 200 irgendwas Schaden. Ach, hier mit dem nach links laufen. Guten Tag. Lässt ich mir jetzt nicht durch. Später nochmal. Ich will jetzt gerade vorankommen. Ich schätze mal, die Sachen können wir noch irgendwie später angucken. Vielleicht auch, wenn wir hier raus sind. Ich will jetzt einfach die Zeit nutzen, wenn es schon keinen Zwischenspeichern in dem Sinne gibt. Möchte ich hier weit vorankommen. Bestenfalls in einer Aufnahmesession durchkommen, damit ich nicht nochmal von anfangen muss. Hat es trotzdem eine blöde Komfortfunktion, die nicht vorhanden ist. Dieses Zwischenspeichern ist nicht. Musste ich hier noch irgendwo die Waffe schief erhalten? Von hier sind wir gekommen. Hier ist nichts zum Waffe hinhalten. Der Hebel, hier. Hier oben ist, glaube ich, nichts aufgegangen. Hier ist das offizielle Treppenhaus. Säurehaltige Flasche, sehr schön. So, hier kam er bloß wieder in die Ecke. War hier nicht? Nee, das war später, wo wir dann noch an der Wand was hatten in der Ecke. Die nächsten Gegner schon wieder grunzen. Na, ich schaff das schon. Ich komme hier noch weiter. Dauert bloß etwas. Hier geht's weiter. Ah, es ist Treppenhaus, ja? Ja. Viermal säurehaltige. Dann nehme ich die auch mal rein, weil die ist mehr wert als so ein blödes Messer. Mit dem Schmeißkram kann ich am ehesten was anfangen, wenn ganz viele Gegner vor uns hocken, wie beim letzten Mal, als die zwei Grünen da vor uns im Nebenraum waren. Was? Blitzende Flasche? Explosive. Ne, blitzende. Ist dazu noch eine Erklärung? Nö. Jetzt müsste hier das Rote offen sein. Hier sind wir gekommen. Da. Schwert. Bevor ich die lila Sachen liegen lassen muss. Ach, weg damit. Baue ich mal hier da etwas ab. 712. Nee, das lasse ich nicht liegen. Also 200er und 300 Sachen. 300er Sachen kommen weg, aber wir haben davon nichts mehr. Könnte ich schon drüber nachdenken, 400er Sachen zu verballern. Sortieren kann man hier nicht automatisch nach Wert des Schadens. Auch genannt Schadenswert. Dann tue ich die ganz tollen Sachen mal nach oben. Ach, schon ganz unten kann er auch noch bleiben. Austauschen, nee, abbrechen, Escape. Escape habe ich aber auch auf meiner Maustaste, auf meiner Maus auf einer Taste so rum. So, hier unten sind jetzt die 400er, ja. Muss jetzt nicht ganz genau sortiert sein, aber zumindest grob.
dass alle 400er und 500er, 500er und 600er untereinander stehen. Immerhin 5 Waffen von dieser Stärke. Vielleicht brauchen wir die noch. Ich muss sie jetzt nicht zwingend weghauen. Ich habe 2 lila Waffen und dann noch viele andere tolle Waffen. Also uns werden die schon mit der nächsten Welle nicht ausgehen. Da bin ich mir sicher. Oh, das Beil sieht ja cool aus. Oh, diese Spitze da vorne. Dieser Widerhaken, sage ich mal. Cool. Sieht aus wie so eine Machete. Das Schwert des Schlägers. Erstmal die blauen Sachen. Ja, kann ich mich noch gut erinnern. Hm. Düster Zepter. Weg. Weg. Machen wir da auf, kommen die hier rum, die bösen Buben. Haben wir noch irgendwas zum Werfen da? Also ein großes Werfefass? So eins könnte nicht schaden. Ich will gar nicht wissen, was da unten drin ist. Irgendwas matscht hier herum. Das sind bestimmt irgendwelche Kreaturen da unten. Oder bist du das, du matsches Skelett? Ich mach jetzt mal auf. Dann gehe ich aber noch nicht wieder in die hinterste Ecke, weil das ist dann nur der letzte Rückzugspunkt. Wir kämpfen erstmal an der Front. Macht hier wirklich viel Schaden. Ich glaube 18 Punkte werden 138. Fragezeichen. Oh! Die spawnen hinten, die Grünen. Oh, das hat viel Schaden gemacht. Dass der Grüne hier reinkommt. Steht nicht in der Ecke. 2 Grüne. Säure gegen Säure ist eigentlich Quatsch. Insofern lassen wir das mal. Wenn wir nah genug dran sind, dann hauen die. Das ist gut, weil dann machen die nicht so viel Schaden. Also wenn, dann wirklich den Nahkampf mit denen suchen. Okay. Mit 200er Waffe. Jawohl, Säureheiliges und hier nichts mehr. Schon gesucht, durchsucht. Finden Sie den Hebel, um das Tor, um das Eisentor zu öffnen. War hier nicht noch eine lila Tante? Fällt jemand die Treppe runter. Alle mit einem Helm. Wow. Nicht, dass hier oben die ganz Bösen sind. Okay, ich gehe wieder runter auf so einen Käfig. Wird mir etwas zu heikel. Am besten einen Käfig, wo man bloß von einer Seite hoch kann. Naja. Kann ich alles haben und runterfallen. Hier können sie nicht so schön hoch. Da haben wir auch einen Schutz, nämlich einen Käfig in der, im Rücken. Sehr schön. Keiner, der klettern kann, stand jetzt. Dann wollen wir mal loslegen. Waffen verbrauchen. Wir haben ja das Inventar voll. Oh, Todesstoß. Ja, mit der letzten Kraft haben wir ihn erledigt. Ah, da war wieder Todesstoß möglich. Mann.
Äste weggehauen hat. Das ist aber nicht der letzte, da waren noch mehr. Die sind, glaube ich, bloß noch oben. Musik erstmal weg. Bei nur zwei versuche ich mal so zu kämpfen, nicht auf den Käfig. Wird vielleicht doch zu langweilig. Okay, Waffe hat's bald. Was macht der Spielchen mit uns? Zerlegen. Ich wollte doch bloß abfedern. So, hier liegt der Kram rum. Oh, wieder lila Zeug. Da kann ich vielleicht wirklich auch mal die ganzen 400er Sachen bald zerlegen. Schon wieder 600. Zweimal 600 hier unten. Dann zerlege ich jetzt wirklich die 400er. Haben auch mehr Ausdauer, Haltbarkeit. Die stärkeren Waffen. Okay, dann kann das tolle Zeug auch oben bleiben. Das ist ja schon geordnet. Gut, weiter geht's. Oh, eine. Die grüne Waffe hat auch so einen Widerhaken. Nicht bloß die lila Sachen. 149 Lebenspunkte, 26 Tränke. Sieht sehr gut aus. Gibt's hier noch was Wichtiges zum Einsammeln? Verwenden Sie den Schrein, um das Tor zu öffnen. Der Schrein, der schreit ja schon fast. Ich guck nochmal kurz etwas. Die dicken Dinger konnte man noch nicht durchsuchen. Wieder so ein dickes Ding. So eine Kommode. Alles noch solche Zellen. Dann machen wir mal auf. Auch sonderbar, oder? Das Wasser ist zu sehen, aber... Irgendwie leuchtet es da unten grün und es blubbert auch irgendwie raus. Hier hinten waren wir, hier haben wir vorhin den Hebel umgelegt. Von hier sind wir gekommen, ne? Na dann. Der Spaß hier noch hoch. Ne, dafür müssen wir den Hebel finden. Für das Eisentor. Habe ich da jetzt schon einen wahrgenommen? Ich glaube nicht. Wird ja wohl nicht der Hebel sein, den wir hinten schon mal betätigt haben. War hier gerade einer? Ne, kein Hebel. Ah, hier will man vielleicht gar nicht reingehen. Hier ist dunkel. Der Hebel hier leuchtet nämlich nicht mehr. Hebel, Hebel, wo bist du? Direkt anheben, das wär's. Wir dürfen nicht, bevor wir das zweite Teil haben vom Clevis-Stein, dürfen wir nicht sterben. Minimum. Oder ich muss dann ganz, ganz gut sein. Da hinten ist ein Hebel. So, schnell runter, bevor hier Gegner kommen. Ich will bei meinem Käfig sein. Hier waren wir jetzt noch gar nicht.
Feind eliminieren. Gibt es hier irgendwas zum Hochklettern? Sieht nicht so aus. Oh oh. Ah, auch noch ein Stinker. Jetzt kommen die Stinker wieder an. Hallo. Hier oben ist hier was zum Hochklettern. So ein Schrank. Ah, okay. Da ist wieder was. Was leuchtet? Scheiße, hier gibt es nichts zum Hochklettern. Vielleicht fällt er hier rein. Oh, da brennt's. Nein. 121. Na, ein Schlag noch. Wobei, der zweite Schlag könnte schon fast null ergeben an Lebenspunkten. Oh Gott, sind hier noch viele. Ist hier nichts zum Hochklettern? Das ist nicht euer Ernst. Tagland. Da. Ah. Komm, trink, Kyle. Auch wenn es ekelhaft ist. Bestimmt. Ein Glück habe ich was zum Hochklettern gefunden. Bestimmt hat der eine oder andere von euch schon gedacht, gehofft, dass hier nichts ist, wo man hochklettern kann. Damit ich mich dem Ganzen so stellen muss. Jetzt zündet doch unser Podest an, weil hier eine... So eine Flasche, so eine... Oh. Na, so ein Fass. Können wir wieder ein paar Waffen verbraten, ein paar 500er. Alles gut, so viel haben wir da noch gar nicht verhauen. Will noch jemand einen Todesstoß? Wir nicht. Das waren noch nicht alle. Da öffnen sich jetzt bestimmt noch ein paar Portale. Ne, das mache ich erst, wenn die weg sind. Hier, rotes Wasser. Aber die ganz einfachen Skelette ohne Panzerung kommen gar nicht mehr. Na, die eigenen Waffen werden ja auch stärker. Kann man also schon erwarten, das war nicht gut. Gott, Gott. Kann man dieser Schlagausdauer beim Rennen regenerieren. Oh, von beiden Seiten. Wie fies. Au, oh, jetzt wird wieder Zeit für einmal was süffeln. Oh, oh, da waren es nur noch 24. Oh, oh. Au. Oh, 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 oh. Schwung holen. Was? Ah. Ich habe ihn woanders erwartet. 90 Lebenspunkte. Das habe ich sein lassen. Da waren es nur noch 23. Wer weiß, wie hart das noch kommt. Ich sollte nicht so verschwenderisch umgehen. Nee, da oben. Das Gefühl, dass deren Beine die Schwachstelle ist. Oh, Todesstoß war da möglich. Deswegen... Oh, sehe ich lieber zu auf die Beine zu haben, weil die sehen ziemlich dünn aus. Oben ist eh der Kopf mit Helm. Und Arme. Hm. Wenn sie keine Arme mehr haben, dann können sie auch keine Waffen mehr halten. Waffe rot. Der Typ ist runtergefallen. Oh, oh, oh. Gliederschneider. Batz. Komm noch einer. Tschüss. Oh, der fliegt nicht.
Spielverderber. Ist hier gerade hinten was runtergeflogen? Oh Gott. Mit der Stirn abgerollt. Sehr gut. Da kann man ja auch hoch. Da kommt ja gar keiner hoch. Oh, Pixie Pix. Ich soll das doch komplett sein lassen. Haben wir schon durchsucht, mache ich jetzt eh nicht. Oh Mann, wie viele Tränke ich jetzt hier verballert habe. Ist noch nicht schlimm, könnte aber blöd werden. Vielleicht auch schlimm. Man denkt, man kann sie angreifen, weil sie gerade in Rückwärts- oder Ausweichbewegung sind und dann sowas. Gleich der nächste Trank. Ey, Mann. Ich sollte wieder auf meine Erhöhung gehen, auf mein Podest. Einmal schlagen und weg. Das werde ich jetzt, glaube ich, so handhaben. Hat sich herumgeschlängelt um die Säule. Sehr schön. Häkchen? Es öffnet sich nur was. Oh, diese ganzen Stinker wieder und das. Jetzt beginnt überstehen, irgendwie überstehen. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Ich darf hier bloß nicht so viel hochkommen lassen, zum Glück ist das Podest nicht so groß. Podest ist. Ja, doch, ist ein Podest. So. Stell dich mal vor, wir hätten hier nichts zum erhöht rumstehen. Das wäre sowas von doof. Oh. Die sehen neu aus. Nicht, dass jemand hinten hochkommt, umdrehen. Na! Nach einer, der klettern kann, oder? Ja, sieht so aus. Scheiße, der Falsche. Gut, aber ich mache jetzt hier erstmal eine kleine Pause und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit dem Geschnetzel und sterben hoffentlich nicht und haben hoffentlich nicht alle Tränke verbraten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.